brauchen jetzt deine Offenheit. Ja. Das ist für Scheiße und nach deinem Set auch Scheiße. Au! Heute am 4 im Cordula? Jo. Das macht gar keinen Spaß, ne? Zuzugucken. Heute. Also nicht heute, jetzt. Mein Gott. Oh!
Mein Gott, der Ball ist mehr aus als im Spiel. Thank you.
Gar nicht mehr kommt und vorne in der Richtung. Die lachen über das Jahrhundert. Ja, ja. Gomez mit Klosen und Spiel. Warum nimmt er den Klosen mit? Gomez genauso. Er hätte auf die Fußballen, hätte Koran gewonnen, dann hätte er aber seinen Schatz gewonnen. Ja. Dann den Kiesling sowieso. Ja. Und zum Fuß. Wandernder Stuhl. Ja, aber trotzdem. Also, okay, der fängt auf den Kopf hin. Aber ich finde es auch noch nicht. Aber wir werden sehen. Das wird jetzt deswegen von alleine interessant, weil man das Konflikt wieder mit dem Thema offen macht. Ja, das ist nicht der Grund. Ich weiß ja nicht, warum so gelogen werden. Die Frage ist egal, wie die spielen, am Ende ist sowieso das schon. Die gehen schon mit Sommer in die Lücken, können wir mal abholen. Ah, schade. Ja, den kann er nicht, den kann er auch nicht. Ich will den ja umkriegen. Ah, den kriegt er rum. Ja, das Tor steht auch mit. Deswegen haben die da vorne auch die Chinesen angeboten. Ich werde dich in der Sonne. Nicht in die Sonne. Macht nichts. Was tut's mal alles? Was sind die hier vom Tor stehen? Das ist schon wieder weggejagt. Ja. Und haben die Ballen sich gerade ein bisschen ausgesprochen. Ja. Aber ich glaube ohne Erfolg. Der Tobi dir ja noch erzählen. Ne? Also was sagt er nicht so gerne? Und der Ralf ruft ja immer mit Angst daran, dass er Sinus Wandel hinkriegt. Aber wenn man Tobis Augen gesehen hat. Ja, sagte Ina schon gerade. Glaube ich das auch. Wer ist da hier vorne? Komm, wer steht da neben dir? Ja, war richtig, Robin. Dann soll sich doch eine Seitenlinie stellen und nicht hier vorne hin. Das ist jetzt vielleicht immer Dortmund? Ich hab keine Ahnung. Nee, Dortmund hatten wir doch schon. Nee, Dortmund haben wir schon gespielt. Das waren die kleinen Blauen. Ach ja, Polizei, ja. Die haben eigentlich nur verloren und unentschieden gespielt. Nur verloren und unentschieden gespielt. Also eigentlich sollte man da mal ein Türchen machen. Ja, wenigstens eins. Deswegen muss ich jetzt wieder filmen, weil sonst klappt das nicht. Dominik, komm, das Liegen! Komm! Thank you.
Jetzt geht's. Oh! Oh! Zwischen Torwart und Posten ist es schwer. Das klappt aber meistens. Ja, nicht von mir. Klein, aber der passt gut auf. Der schlägt immer mit dem Punkt. Er war eigentlich gar nicht schlecht gespielt. Ne? Aber nee, war gut. Aber er wurde gut. Ich hab noch mal hier ein, zwei Spiele. Abschlag hat er, passt mal auf. Steht aber ein falscher so Meter vom Tor. Also, das ist wichtig, mitzuspielen, mit Denken. Oder du kriegst jetzt auch mal den Blick dazu, das kriegst du dann jetzt auch. Denn es ist das Vorwachproblem, wenn du es freuen ja. Miguel, der kann ja nicht immer. Ich nicht erkennen. Posten oder der Mann? Also war Posten. War Posten. Aber hätte der Mann treffen sollen. Der jetzt vom Posten oder war der für den Mann? Vor den Kopf halt. Ja, das sind so Dinge. Manchmal ein bisschen so. Schön. Ah. Oh. Endstand im Spiel auf Platz 1, Fußball Essen, Rettenstein SC 2:0. Es folgt auf Platz 1 die Begegnung zwischen Fußball Essen 81 und SV Langenbrea. Eingetroffen, was wir dann mit der für euch wirklich wohlverdienten Siegerehrung auch dieses E1-Junioren-Turnier beschließen können. Erst einmal an alle Teams wirklich einen großen Applaus für richtig tolle Spiele, viele Tore. Das bei diesem wirklich herrlichen Wetter auf dem Platz ist natürlich anstrengender. Das habt ihr wirklich alle ganz toll gemacht. Und darum soll auch kein Team hier ohne einen Pokal nach Hause gehen. Ein großes Dankeschön auch nochmal an die Schiedsrichter, die, denke ich, alles in allem wirklich die Partien sehr ordentlich geleitet haben. Und auch da nochmal an die Mannschaften, die sich sehr, sehr fair verhalten haben. Es ist schön, dass es gerade auch in der E-Jugend wirklich noch so fair auf dem Platz zugehen kann. Es wäre schön, wenn das auch gleich im folgenden Turnier bei den etwas Älteren genauso klappt. Da wart ihr wirklich gute Vorbilder. Kommen wir
zu den einzelnen Mannschaften. Auch immerhin insgesamt 5 Punkte geholt. Ich glaube nur ein einziges Spiel, wenn verloren. Ansonsten immer zumindest sich das Unentschieden geholt. Ein richtig tolles Turnier gespielt. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch an das Team des Polizei SV Essen. Aus unserer Nachbarstadt angereist. Ebenfalls am Ende noch 5 Punkte gehabt. Ein positives Torverhältnis auch. Tolle Spiele gemacht. Vielen Dank für euer Kommen. Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft des SV Langendreher 04. In jedem Jahr mit verschiedenen Mannschaften immer wieder bei unseren Turnieren vertreten. Gern gesehene Gäste aus dem Essener Süden, aus dem Walpurgistal. Glückwunsch an die Mannschaft des DJK Rüttenscheider SC. Am Ende war es unter den ersten platzierten Speziellplätze 5 bis 2 sehr eng. Am Ende auf dem 5. Platz die Mannschaft des Gastgebers. Herzlichen Glückwunsch an den TuSEM. Angereist mit der wohl jüngsten Truppe mit heute. Komplett als Jungjahrgang ein Riesenturnier gespielt dafür. Wirklich klasse Spiele gemacht, viele Spiele gewonnen. Auch, glaube ich, kaum verloren. Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft des SC Rellinghausen Süd. Ein ganz enges Rennen war es dann um Platz 2 und 3. Beide Mannschaften am Ende 11 Punkte und 5:5 Tore, sodass wirklich dann der direkte Vergleich noch entscheiden musste. Dennoch nicht minder gut gespielt. Klasse Turnier. Vielen Dank für eure Anreise. Ihr hattet auch noch ein weites... ...des TuS Essen West 81. Dass man auch in Gelsenkirchen wirklich am Ende auf Platz 1 stehen kann. Das hat eine Mannschaft hier gezeigt. Ein wirklich ganz, ganz starkes Turnier gespielt. Am Ende deutlich vorne gelegen. Damit Sieger und auch Verteidiger hoffentlich im nächsten Jahr vom Wanderpokal. Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft des SV Gelsenkirchen Hessler 06. Vielen Dank an alle Teams, an die Betreuer, an die Eltern für euer Kommen, für die Anreise. Ich hoffe, ihr hattet hier viel Spaß bei diesem Turnier. Uns hat es Spaß gemacht und wir würden uns freuen, euch auch in den nächsten Jahren weiter hier am Fiebelweg zu sehen. Danke. Ja.